Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens von shaliastevens.com. Ich bin der virtuelle Coach und ich bringe Experten und Solopreneuren bei, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, wie sie kontinuierlich neue Kunden gewinnen und ihre Expertise zum Online-Business machen. Und heute spreche ich mit der wunderschönen Birgit Nöckel aus Österreich und wir werden heute eine Kundenstimme gemeinsam drehen. Herzlich willkommen, Birgit. Hallo, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung, Shalia. Sehr, sehr gerne. Birgit, magst du dich kurz mal vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst, wem du hilfst mit deinem Geschäft und ja, wo du ansässig bist in Österreich? Das habe ich noch nicht gesagt. Ja, also mein Name ist Birgit Nöckel. Ich bin aus Österreich in der Nähe von Bregenz am wunderschönen Bodensee. Ich bin eigentlich Offline-Unternehmerin sozusagen. Ich betreibe drei verschiedene Friseur- und Kosmetikgeschäfte. Und wollte mich vor längerer Zeit schon Richtung Online-Marketing, beziehungsweise nicht Marketing, ich wollte mich online vermarkten und auch Programme und Dienstleistungen entwickeln, die ich online anbieten kann. Und ja, das ist eine spannende Geschichte. Ja, und lass uns ein paar Zurückspülaktionen machen und in die Vergangenheit schauen, weil wir sind jetzt schon, wie lange sind wir schon unterwegs gemeinsam? So ungefähr 7 Monate insgesamt, oder? Ja. So in etwa. Und, und wenn du zurückdenkst, vielleicht kannst du dich noch leise daran erinnern, was deine Ausgangssituation war und wo du gestartet bist, bevor du ins Coaching gekommen bist. Ja, also vor dem Coaching war ich nur offline unterwegs, also in meinen Salons und das lief auch wunderbar. Aber ich hatte immer so ein paar Ideen, wo ich gedacht habe, das wäre online auch super und das würde ich gerne ausprobieren. Ja. Habe mich aber nie getraut, weil ich ja auch eigentlich aus dem Business komme, wo es sehr um den persönlichen Kontakt geht und ich auch immer ein bisschen Angst hatte, funktioniert das wirklich online? Wollen das die Leute überhaupt? Kann das überhaupt funktionieren auf diesem Weg? Und es waren auch so verschiedene Ideen, die ich eigentlich für mich selber noch gar nicht gut sortiert hatte, sondern es war da mal ein Fetzen von einer Idee und da und in ganz verschiedene Richtungen. Ja. Ja, und warst du damals, Birgit, auf der Suche spezifisch nach einem Coach oder Mentor, mit dem du 1:1 arbeiten konntest? Oder hat sich das spontan ergeben, dass du über mich gestolpert bist? Ja, nein, ich habe eigentlich schon gezielt einen Coach gefunden, weil die Ideen, die verschiedenen Ideen, die habe ich über ein Dreivierteljahr, Jahr mit mir herumgetragen und wusste aber nicht so recht, wo soll ich beginnen. Und es war mir dann schon klar, dass ich jemanden brauche, der mich unterstützt, der einfach das Know-how auch hat und der mich auch, wie soll ich sagen, in meinem Mindset und in meiner Einstellung zu den Dingen unterstützt. Und da bin ich durch längere Recherchen über dich gestolpert. Aha, das habe ich dich noch nie gefragt, deswegen habe ich keine Ahnung, was du sagen wirst an der Stelle. Du hast tatsächlich eine Recherche gemacht. Wie hast du diese Recherche angestellt überhaupt? Ja, also ich habe natürlich im Netz nach Coaches gesucht, die zum einen eine Ahnung von Marketing hatten, wie vermarkte ich etwas online richtig. Dann auf der anderen Seite wollte ich aber auch jemanden, der mich als Person unterstützt, der stark auf meine Bedürfnisse eingeht und mir nicht nur Marketingstrategien beibringt. Und da gibt es ja nicht so viele auf dem Markt, die beides können. Mhm. Und da war mir dann schon relativ rasch klar, dass ich bei dir da sehr gut aufgehoben bin. Okay. Und du hast schon gerade eben angesprochen, also was du gesucht hast, was du erwartet hast. Was war deine Vorstellung? Was hast du gedacht, dass in dem Coaching passieren wird? Was waren deine Erwartungen und Hoffnungen für die Zusammenarbeit? Ja, also das Erste, was für mich ganz unerwartet war, ich kann mich noch sehr gut an unser erstes Gespräch erinnern, als ich dir so meine Fetzen von meinen Ideen alle vorgelegt habe, habe ich eigentlich fest damit gerechnet, dass du sagst, ja, okay, jetzt einen aussuchen, einen fokussieren und nur das eine machen. Ja. Und das hat mich schon sehr überrascht, dass du da
damals so offen warst und gesagt hast, okay, das ist super, das ist auch gut, dass das so unterschiedliche Ideen sind. Und wir schauen mal, was passiert, und wir verfolgen mehrere Stränge und schauen, wo auch, wo auch die Freude hingeht, was mir dann Spaß macht, weil das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, was ich wirklich wollte. Ja. Das war ein großes Aha-Erlebnis gleich am Beginn eigentlich unserer Zusammenarbeit. Das heißt, eine Erwartung, die du hattest, ist, dass jemand kommt und sagt, so, du musst dich fokussieren, es gibt nur eine Sache, woran du arbeiten kannst und so. Ja, absolut. Der sagt nur das, und das musst du dann streng und diszipliniert verfolgen, damit es zum Erfolg führt. Und das hatte ich eigentlich erwartet und habe dann aber gemerkt, dass es das nicht ist und dass es mir eigentlich sehr große Erleichterung gebracht hat. Ja, ja. Und von den, du nennst sie diese Fetzen, Ideenfetzen. Also ich fand es gar nicht keine Fetzen, sondern tolle Ideen. Wir haben zwei herauskristallisiert, die du dann tatsächlich verfolgt hast in den letzten 7 Monaten. Vielleicht magst du den Zuhörern sagen, was waren die beiden Projekte, die du angefangen hast und die heute noch sehr gut laufen? Ja, also es waren zwei Ideen, ja, die wir dann wirklich konkretisiert und verfolgt haben. Das war, zum einen wollte ich mein Wissen, was ich über viele Jahre im Bereich Friseur gesammelt habe, weitergeben, also eine Form zu finden, wie kann ich mein Fachwissen auch Konsumenten, denen ich nicht gegenüberstehen kann, sondern denen ich vielleicht nur virtuell begegne, weiterhelfen. Und daraus ist dann ein Frisurencoaching entstanden, eine 1:1 Beratung, die online stattfindet, wo es eine genaue Analyse des Kundentyps geht und wo ich versuche, den Frauen und Männern zu helfen, wirklich ihren Frisurenstil zu finden. Also wenn sie unzufrieden mit ihrer Frisur sind oder sie einfach auf der Suche sind, was steht mir, mit was sehe ich authentisch aus, wie wirke ich auf andere, dann helfe ich mit diesem Frisurencoaching. Mhm. Und das zweite Projekt war eine andere Herzensangelegenheit, die ich schon sehr lange verfolge, auch offline. Und zwar ist es die Ausbildung unserer Lehrlinge. Also wir haben ja auch Lehrlinge in unseren Salons. Und ich bilde schon sehr lange, sehr intensiv aus. Und da gab es immer wieder auch von Kollegen die Nachfrage, ja, wie machst du das denn? Ich würde das gerne auch so machen wie du, weil es funktioniert bei dir. Und da haben wir jetzt wirklich eine tolle Plattform aufgesetzt, wo ich mein ganzes Wissen, so wie ich die Lehrlinge ausbilde, auch niedergeschrieben habe. Das war eine große Herausforderung, also diese Transformation auch überhaupt niederzuschreiben, weil die ja über Jahre entstanden ist. Ja. Und das jetzt auch wirklich anderen Friseurunternehmern zugänglich zu machen. Also man könnte sagen, das eine Projekt ist so B2C und das andere ist wirklich B2B. Also da arbeite ich wirklich mit Saloninhabern, mit Ausbildern zusammen, die eben die Herausforderung haben, wie bilde ich Lehrlinge gut aus mit einem speziellen reformpädagogischen Ansatz. Das ist mir auch wichtig. Ja, auf jeden Fall. Und du hast vor kurzem, wir hatten das ja im Vorgespräch gehabt, warst du in einem Podcast-Interview bei einem Kollegen, der einen echt coolen Podcast habe, also wirklich für die Friseurbranche, und der behandelt Themen, die damit zu tun haben, wie es einem Friseursalon wirtschaftlich gut geht. Und eine Sache, oder das Thema von eurem Gespräch war, was haben die Auszubildenden, die Qualität der Ausbildung zu tun mit der Wirtschaftlichkeit des Friseursalons? Und du hast so ein wunderbares Interview gemacht. Ich denke, wir posten das direkt unterhalb von diesem Video, damit alle das hören können. Weil mein Mann und ich, wir waren echt total erstaunt, als wir gehört haben, mit welcher Klarheit du das Ganze transportiert hast, Birgit. So toll, wirklich gut. Hat es dir Spaß gemacht, das Interview auch? Ja, es hat sehr großen Spaß gemacht. Es war sehr überraschend. Das ist ein Friseurkollege, wie du richtig sagst, der einen Podcast hat und der sich sehr mit Wirtschaftlichkeit befasst. Und das fand ich toll, dass er das in Verbindung gebracht hat. Denn natürlich, eine gute Ausbildung, qualitativ gute Mitarbeiter haben direkt was mit der Wirtschaftlichkeit zu tun. Und das war aufregend. Also so ein Podcast, wie auch das heutige Interview, das ist auch alles neu für mich, aber es macht irrsinnig Spaß. Es ist echt toll.
Ja, das machst du richtig gut. Also das Erstaunliche bei dir, Birgit, und da komme ich auf einige andere Punkte gleich, ist, dass du, ich habe das Gefühl, du bewegst dich einfach auf dem Online-Paket einfach so flüssig und so leicht. Und das für jemanden, die so kurzfristig sich mit diesen Online-Sachen beschäftigt und sonst die ganze Zeit offline war, das ist erstaunlich. Und was auch noch erstaunlich war, also oder wo unser Prozess sich unterschieden hat von anderen, ist, dass wir beide nicht nur allein im Coaching waren. Vielleicht magst du über Thomas etwas erzählen und unsere Erfahrungen gemeinsam. Ja, das war super. Also eigentlich hat das Coaching ich alleine gebucht. Also das war auch so mein Anliegen. Und mein Mann Thomas, der arbeitet auch natürlich im Unternehmen mit. Er ist zwar nicht Friseur, sondern er ist unser betriebswirtschaftlicher Teil, sage ich immer. Also er ist für die Zahlen zuständig. Und anfangs war er auch gar nicht in den Prozess involviert. Und als wir dann aber unseren ersten VIP-Halbtag hatten, desto näher es da hingekommen ist, desto neugieriger wurde er und hat irgendwie so festgestellt, das ist ein total interessanter Prozess, er wäre eigentlich gerne dabei und er wird es gerne mittragen und auch verstehen, was wir da machen. Und das hat sich auch wirklich im Nachhinein als sehr interessant erwiesen, weil wir uns dann auch gut austauschen konnten. Wir konnten wirklich gemeinsam Dinge besprechen, er konnte mich auch in manchen Dingen unterstützen. Ja. Das hat mir sehr geholfen, dass das möglich war. Ja, der ist so ein Schatz, also der ist gekommen zu beiden VIP-Halbtagen. Also Birgit ist Platin-Kundin und in den 6 Monaten sind 2 VIP-Halbtage vor Ort. Wir haben einmal gemacht bei mir zu Hause im Garten im Sommer und dann hier in Frankfurt im Westhafen Tower mit einem ähnlichen Blick. Und der Thomas hat gestaunt auf die Stadt geschaut und wir haben total viel Spaß zusammen gemacht. Und ich finde ihn total toll, weil er dich echt unterstützt in der Sache. Und ihr habt ja was auch Spezielles erfahren. Also zum einen hast du nicht nur für deine Friseurberatung die erste Pilotkundinnen beraten und deine Inhalte weiterentwickelt und eine Landingpage kreiert und bist damit dabei, das zu promoten, sondern ihr beide haben zusammen, seid ihr das angegangen mit dieser My-Mentor-Ausbildung. Und vielleicht magst du erzählen über den ersten Kunden und über eure Auszeichnung, weil das wissen nicht alle. Ja, das stimmt. Also wir haben dann gemerkt, dass das eigentlich ganz was Besonderes wird und dass es das so auf dem Markt nicht gibt. Und wir sind ja aus Österreich und bei uns in Österreich gibt es einen Staatspreis, der alle 2 Jahre verliehen wird für den oder für das innovativste Projekt in der Ausbildung. Also über alle Branchen, da sind Industriebetriebe drin, da sind Handwerker drin, alles Mögliche. Und da sind wir ganz stolz, da haben wir im Oktober wirklich diesen Staatspreis, den ersten Preis erreicht. Das war für uns so, das hatten wir niemals gedacht. Ja. Und das war ganz toll, weil natürlich auch die Jury da das sehr gelobt hat. Zum einen natürlich das Konzept an sich, aber auch so, wie wir das online mit dir aufgearbeitet haben, dass wir das auf Kajabi gelegt haben und dass es da von überall zugänglich ist, dass es diesen Trend der Digitalisierung, der natürlich auch in unseren Branchen nicht, ja, wie soll ich sagen, auch da natürlich ankommt. Also das hat uns die Jury auch im Nachhinein dann bestätigt. Das hat sie doch sehr beeindruckt. Ja. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Das war für uns auch eine tolle Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, absolut. Und ihr habt ja schon den ersten Kunden an Bord im System, gell? Ja, genau, das stimmt. Also da beginnen wir jetzt zu arbeiten und das wird da ganz intensiver Austausch auch, weil über einen längeren Prozess ich mit den Salons arbeite und auch die Ausbildner wirklich ganz regelmäßig quasi in einem 1:1 Austausch unterstütze, dass das wirklich auch nachhaltig ist und dass da wirklich auch gute Erfolge dann am Ende rausschauen. Das ist unser Ziel. Ja, absolut. Und das Erstaunliche, Birgit, ist einfach wie schnell sich das alles irgendwie bewegt und manifestiert hat. Also wenn du dir vorstellst, wir saßen am Tisch im Sommer, müsste vielleicht Juni gewesen sein. Und im Oktober steht das Ganze mit Leichtigkeit und es gibt eine riesengroße Auszeichnung dafür, die ersten Kunden beginnen an Bord zu kommen. Und das ist so kraftvoll und ich bin zu froh, über diese Geschichte heute zu sprechen, weil wie viele von uns gehen herum mit Ideen in unseren Köpfen, die wir nicht wirklich umsetzen, nicht angehen und welche Kraft in Bewegung kommen, wenn wir einfach unsere
Fokus stellen auf die Dinge, die uns inspirieren und beginnen, das wirklich auch in die Welt zu bringen. Wie siehst du das? Ja, absolut. Also ich glaube, das war die beste Entscheidung, weil ich behaupte, wenn ich mich nicht für das Coaching entschieden hätte, dann würde ich heute noch mit den Ideen rumlaufen. Und ich finde, es macht sich auch so eine Unzufriedenheit breit, wenn man Ideen hat, aber man nicht so recht zum Starten kommt und auch nicht weiß wie und auch dann die Motivation gar nicht so aufbringt, wie wenn man weiß, jemand begleitet mich und da kann ich rückfragen, man wird unterstützt und das macht dann irrsinnig Spaß und das eine führt auch zum anderen. Man weiß ja dann oft gar nicht, wo mit was endet es, sondern es ist eigentlich so ein offenes Ende und das macht sehr, sehr viel Freude, dann, wenn man zurückblickt und sieht, was man geschafft hat. Also ja. Das ist ja. Und was fandst du, Birgit, an das Coaching, die Zusammenarbeit unterstützend? Also was hat dir am meisten geholfen auf dem Weg? Ja, also was ich bei dir super finde, ist einfach die Kombination aus diesem enormen fachlichen Wissen, was Marketing, was Online-Marketing auch anbelangt. Das finde ich total super. Deine Erklärungen sind sowas von hilfreich und verständlich. Und aber auch auf der anderen Seite, das war für mich schon auch wichtig, hast du dieses diese Mindset-Geschichten, dass du immer wieder auch darauf hinweist, dass es auch viel mit unserem Mindset zu tun hat, wie wir uns fühlen, wie wir denken, wie wir auch voranschreiten. Ja. Und das war unglaublich wertvoll. Superschön. Und es gibt vielleicht andere da draußen auch, die vielleicht auch im Offline-Geschäft unterwegs sind, Birgit. Und vielleicht wäre es interessant für die anderen zu hören, was waren deine Beweggründe überhaupt, online zu gehen? Und bei dir ist auch so eine familiäre Situation. Du wolltest mehr zu Hause sein und nicht immer im Geschäft. Also vielleicht einfach mal da ansetzen zu erklären. Genau, also eigentlich sind wir ja sehr an den Kunden gebunden in unserer Branche. Also wir arbeiten dann, wenn unsere Kunden da sind. Bei mir war es dann einfach so, dass ich durch die familiäre Situation, durch die Kinder einfach mehr zu Hause sein wollte und mich so vom operativen Geschäft etwas zurückziehen wollte. Ich wollte nicht meinen Kundenstamm jetzt vergrößern und langfristig immer mehr Zeit auch für das investieren, sondern ich wollte flexibler werden. Ich wollte auch von zu Hause aus was arbeiten können. Und da habe ich dann einfach festgestellt, da wäre etwas, was ich online anbieten kann, sehr, sehr hilfreich, weil da doch die Einteilung flexibler ist, vom Computer, vom Büro aus etwas zu machen. Auch vielleicht abends zu arbeiten, wenn die Kinder einfach schon im Bett sind und die Nachmittage mit den Kindern zu verbringen. Also diese Flexibilität und Freiheit, das hat mich schon sehr gereizt. Ja, also so eine wirkliche Unterstützung für dich und der Familie. Und ja, das ist super schön. Was würdest du sagen, war das allerwichtigste Ergebnis in den letzten 6 Monaten, wenn du wählen müsstest, was da passiert ist? Das wichtigste Ergebnis, das ist schwierig, weil ich fand, es sind wirklich sehr viele Ergebnisse. Also auf der Produktseite muss ich sagen, natürlich auf meinen Mentor bin ich ganz besonders stolz und da bin ich dir sehr dankbar, dass wir diesen Weg gegangen sind, weil ich glaube, das ist wirklich ein tolles Programm, wo wirklich eine gute Transformation stattfindet, wo wirklich sehr hilfreich für viele sein kann. Aber was wirklich auch ein für mich sehr wichtiges Ergebnis war auch so diese Transformation bei mir jetzt, geh dorthin, wo deine Freude ist. Also so, versuch das, was dir jetzt im Moment Spaß macht und wo es dich hintreibt. Und nicht immer nur rational zu denken und zu sagen, das sind meine Aufgaben und das muss erledigt werden, sondern wirklich auch dahin zu schauen, wo es Spaß macht. Ja. Das ist wichtig. Das ist total wichtig. Total wichtig. Das war mir nicht so bewusst. Worauf hast du es stattdessen fokussiert? Also du sagst auf die Aufgaben und was es to do gab, aber was hast du gedacht, müsstest du tun, dass es nicht freudig ist oder was war so das Ding? Ja, also ich glaube, das größte Problem war,
dass ich Angst hatte vor dem Scheitern. Also, dass ich so gedacht habe, nein, das versuche ich nicht, weil wenn das in die Hosen geht, oh mein Gott, und ich bleibe bei dem, wo ich mir ganz sicher bin und traue mich gar nicht raus aus dieser viel zitierten Komfortzone. Und wenn man aber seiner Freude nachgeht, dann geht man automatisch aus seiner Komfortzone raus, auch mit ein bisschen Risiko, aber es macht irrsinnig viel Freude, wenn dann wirklich was Tolles passiert. Ja, das stimmt. Und ich werde es nie vergessen. Es war in dem Garten, wo wir irgendwie diesen Urlaubstag gemacht haben, was für uns keine wie Arbeit angefühlt hat. Es war auch so ein Vögelzwitscher und der Bach, was vorbeilief. Es war so ein schöner Tag. Und ich weiß noch, wo Thomas da steht. Ich sehe ihn dort neben dem Gartentisch stehen und wir hatten gerade eine Session gehabt, wo wir was ausgearbeitet hatten und er guckt mich an und meinte, bist du dir sicher, dass das funktionieren wird? Und ich habe gesagt zu ihm, kannst du dich erinnern? Nö, ich bin mir gar nicht sicher. Man muss einfach beginnen zu gehen und zu schauen, was passiert, oder? Und ich glaube, das ist das große Missverständnis, weil wir haben gerade in Deutschland, Österreich und Schweiz, andere westliche Länder natürlich auch, wir wurden darauf getrimmt und sozialisiert, fang nichts an, wo du nicht genau weißt, dass es zu einem Erfolg führen wird. Aber das gibt es nicht. Es gibt bei allem, was wir versuchen im Leben, die Chance, dass es Erfolg hat und die Chance, dass es scheitert. Und je schneller man einfach nach vorne geht, desto schneller kann man checken, ob es scheitern wird oder Erfolg haben wird. Und dann kann man umso schneller die nächste Sache angehen, wenn es nicht klappt, oder? Ja, absolut. Ja, das ist genau das. Das steckt so ein bisschen in uns, die Angst, was passiert, wenn ich scheitere. Und das ist toll, wenn man dann einen Coach hat, der sagt, probier's einfach, geh los. Und dann entsteht was. Und ja. sonst gibt man gar nicht die Chance, dass etwas entstehen kann. Ja, absolut, so ist das. Es werden einige Leute zuhören und sie verfolgen meine Sachen seit einer Weile, schauen vielleicht Webinare an und Videos und waren auf der Website. Und sie haben den inneren Wunsch, auf den Knopf zu drücken für ein Kennenlerngespräch, um über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen. Aber sie trauen sich vielleicht nicht, das ist doch ein großer Schritt. Was würdest du den Menschen sagen, die davor stehen und irgendwie zögern? Also ich würde es einfach machen. Es ist ganz toll und ich kann verstehen, dass man Angst hatte. Mir ging es auch so, aber man ist bei euch so gut aufgehoben und so gut betreut und es wird so individuell auch betreut, dass man gar keine Angst haben muss und dass es eigentlich nur einen Fortschritt bedeutet, wie auch immer der dann ist, aber es ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Vielen, vielen Dank, dass du das sagst. Just do it. Tut, tut. Birgit, für diejenigen, die wissen wollen, wo findet man dich online? Wo sieht man Infos über deine Friseursalons in der Nähe von Bregenz? Wo erfährt man mehr über Maischön? Wo sollen sie hingehen überhaupt? Genau. Also meine Salons heißen Maischön, wie der Monat Mai und schön. Und am besten, man findet mich unter www.maischön mit OE geschrieben.at. Da ist meine Online-Frisurenberatung, da sind auch meine Salons. Da ist auch ein Link zu meinem Mentor, wer das vielleicht interessant findet, sich mal anzugucken, was die Shelly und ich da auf Kajabi gemacht haben. Also da kann man alle Informationen sich holen. Ja, und vielleicht haben andere Lust, vor Weihnachten noch eine Friseurberatung wirklich zu machen. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass die Weihnachtszeit echt so wichtig ist. Alle wollen irgendwie toll ausschauen bei den Weihnachtstagen. Und ja, schau mal vorbei. Es ist sicher sehr lohnenswert. Ich von meiner Seite sage vielen, vielen herzlichen Dank, Birgit, für die letzten 6, 7 Monate. Die waren so bereichernd, mit dir und mit Thomas zu arbeiten. Ich fühle mich reich beschenkt und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben in Zukunft und wenn es weitergeht. Dir auch alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank, Shelia. Tschüss, ciao, ciao.